Herzlich willkommen im Deluxe Make-up Studio. Inspirationen für dekorative Kosmetik. Wir zeigen Step by Step, wie mit Deluxe stilvoll glänzende Auftritte kreiert werden. Heute mit dem Make-up-Artist Carsten Tiddel aus Deutschland, der das perfekte Make-up für einen glamourösen Auftritt präsentiert. Hierzu verwendet er das Profi-Make-up von Deluxe. Basis des Looks ist ein möglichst ebenmäßiger Teint. Die einzelnen Steps werden im Grundierungsvideo gezeigt. Erst widme ich mich Julias Augenpartie. Ich trage die Eye & Lip Base hauchdünn und gleichmäßig auf das Augenlid und die Lippen auf. Das verlängert die Lidschatten- und Lippenstifthaftung und ebnet das Hautbild. Für den Glamour-Look verwende ich den Artistic Quadro Eyeshadow in der Farbe Velvet Vintage Nummer 3. Die rosige Farbe trage ich als Basis mit dem Lidschattenpinsel auf das gesamte Augenlid bis unter die Augenbraue auf. Den hellen Auberginenton setze ich mit dem Ella by Da Vinci Blender in den inneren und äußeren Augenwinkel und verblende die Farbe nach innen bis hin zum beweglichen Lid. Mit der gleichen Farbe betone ich den unteren Wimpernkranz. Mit dem Blenderpinsel und dem dunklen Aubergine trage ich im Augenaußenwinkel ein V auf und verblende es ebenfalls nach innen. Für ein besonders intensives Farbergebnis befeuchte ich den Lidschattenpinsel und setze den goldenen Lidschattenton als Highlight in die Mitte des beweglichen Augenlides. Die Farbübergänge verblende ich abschließend sanft miteinander. Im nächsten Schritt verwende ich den Full Color Superliner. Ich setze den Eyeliner am äußeren Augenwinkel etwas höher Richtung Augenbrauen an und ziehe eine Linie zum Auge und entlang des Kranzes. Hierdurch entsteht ein dramatisches Fähnchen und die Augen gewinnen an Ausdrucksstärke. Die Wimpern betone ich mit dem Fantastic Mascara. Mit Zickzackbewegung erreicht man das beste Ergebnis. Im Anschluss einige Sekunden warten und danach den unteren Wimpernkranz tuschen. Jetzt mit dem Perfect Brow Styler in der Farbe Bright Liquid Nummer 1 die Augenbrauen in Wuchsrichtung in Form bringen und als Rahmen des Gesichtes farblich leicht betonen. Abschließend wähle ich zu diesem Make-up den High Impact Lipstick in der Farbe Light Chocolate Nummer 6 und trage ihn mit dem Ella by Da Vinci Lippenpinsel auf die Lippen auf und ziehe die Konturen von außen nach innen nach. Mit dem Perfect Powder Blush in der Farbe Ruddy Rose Nummer 1 und dem Ella by Da Vinci Rouge Pinsel setze ich zusätzlich einen leichten Akzent im Gesicht. Hierzu vermische ich die beiden Rouge-Töne miteinander und trage sie auf die Wangenknochen auf. Ich arbeite das Rouge wie ein L in Richtung Schläfe ein. Fertig ist der glamouröse Look für ein abendliches Make-up. Ein festlicher Anlass mit Deluxe-Faktor? Mit diesem Make-up wird jeder Augenblick zu einem außergewöhnlichen Moment mit stilvoller Eleganz. Mehr Inspirationen und Looks von international führenden Stylisten im Deluxe Make-up.